So Leute, willkommen zurück zu Devil May Cry 5. Wir haben beim letzten Mal einen sehr langen Part gehabt, hier diesen Dämonenbaum hochzuklettern. Und wir sind noch nicht mal ganz oben. Und trotzdem meinen irgendwelche hässlichen Insekten uns belästigen zu müssen. Das sind wahrscheinlich einfach irgendwelche Parasiten, die den Baum hier bewohnen. Ich habe das Gefühl, ich habe da oben irgendwas verpasst. Sind das hier die Larven von den Insekten? Oder Kokons oder sowas? Wenn ja, dann mache ich sie bestimmt wütend, indem ich hier alles kaputt haue. Deswegen mache ich das erst recht. Ich finde, es gehört sich auch so. Wir sind Kammerjäger Nero. Und ich bezweifle, dass hier oben schon ein Finalkampf ist. Da fehlt noch eine ganze Menge. Außerdem ist ja auf dem Thumbnail auch Dante abgebildet. Und Dante konnten wir bisher noch gar nicht spielen. Also denke ich mal, da kommt noch was. Auch wenn ich ja das Gefühl habe, die ersetzen Dante komplett durch Nero. Immer mehr und mehr. Hey, Douchebag! Miss me? Where's Dante? No body? No dried up Dante jerky? Nothing? You've come here to die. He talks. Your reason, huh? I bet your parents didn't like you much. Cause your name sucks. I am without a name. I am power. Absolute. Well, no name. I'll be sure to put that on your tombstone. You will suffer and die. I'll show you dead weight. Interested in you having a winning streak. Now I can break it. Nimmt der überhaupt Schaden? It's working. This shield of yours. Done. Was, sein Schild ist im Eimer? Ja, dann ran! Okay, das heißt, ich muss das Ding da vorne lahmlegen und dann ganz schnell an ihn ran. Verdammter Dreck. Ich hab das Schild doch fast down. Oder auch nicht. Da muss es einen Trick geben.
Ich habe ihm ja noch gar keinen Schaden gemacht. Ich muss mich wieder beleben. In your face. Das Schild ist aber fast down. Best thing about humans is that we never give up. Just watch. Perfekt. It's about time I landed something. Demon power does not course through your veins, yet you try. How dare you strike me? Okay, der Kerl ist etwas größer. Hat wohl immer brav seine Fruchtträger gegessen. Ja. Dämliches Schild. Ich hoffe, das hat ein bisschen was gebracht. Naja, das bringt überhaupt nichts, wenn ich meine Dinger da sprenge. Petulant mortal flesh. Cursed the moment you were brought into this world. Who dares interfere? Stands against a king. Is that a demon? Ich habe ja so eine Theorie, wer das ist. Okay, Bild hängt gerade irgendwie. Keine Ahnung, was da gerade los war. Die Aufnahme sollte eigentlich noch laufen. Wie
Vi ist fest entschlossen, nach dem Schwert Spada zu suchen. Nero geht indessen seinen eigenen Weg und greift Dämonenkönig Ryzen im Alleingang an. Er ist der Erfüllung seiner Rache zum Greifen nahe, da entfesselt Ryzen eine nie zuvor gesehene Macht, der Nero nichts entgegenstellen kann. Alles scheint verloren, da stürzt ein unbekannter Dämon mit glühenden roten Augen herbei und schlägt den Angriff des Dämonenkönigs zurück. Also entweder es ist Dante oder es ist Virgil. Das sind so meine Theorien. Vor wenigen Wochen. You could have at least knocked, Morrison. Yeah, I could have. I got some good news and some bad news. Pick your poison. Which you want to hear first? Just speak. Bad news it is. Lady Patty's feathers are all ruffled. See, she wants to invite you to her birthday party, but your phone is disconnected. You're a smart one, Morrison. You notice the electric and water out, too? I expected nothing less. So what's the good news? Oh, I got a gig. Cash up front. Cash up front? This I like. The water needs turning on, and those toilets need flushing. Water, gas, and power. Coming out of your cut. You're a real agency now. Devil may cry. Dante! Dante! Do you have any idea how many times I've tried to call? Like a zillion! Oh my god, tonight's my birthday party! Yeah, I'm turning 18! Not a little kid! Okay, Morrison, I'll take you up on that gig, but only if you can get me out of that hellish birthday party. Consider your RSVP declined. Meet your new client. Listen, I'm gonna find Lady and Trish. Bring him in on this. What? Come on, you don't think I can handle this gig on my own? It's a big job. Big job, Dante. You're gonna need the help. So, what's your name? I have no name. I am but 2 days old. Just kidding. You can call me V. Okay, V. Why don't you tell me everything about this job? A powerful demon is about to resurrect, and we need your help, Dante. Now that's a familiar tune. Do you have any idea how many times I've heard that exact same line? This is special. Special? Okay. So what's so special about this one? This demon is your reason. Your reason for fighting. This demon got a name? Ich habe irgendwie das Gefühl, er hat nicht Horizon gesagt. Ich habe das... Und wenn es... Man muss ja sagen, Dante hat das Kämpfen angefangen, weil er vor 20 Jahren einen Bruder und seine Mutter an die Dunkelheit verloren hat. Sein Bruder hat sich Mundus angeschlossen und Mundus hat seine Mutter umgebracht. Bedeutet für mich, dass das wirkt ziemlich danach, dass... ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Oh, das ist cool. White Gainer. Ja, wir haben auch noch eine ganze Menge neue Techniken für Griffon und Shadow. Zum Beispiel den Hedgehog wollte ich ja haben.
Den finde ich cool. Oder Guillotine. Ja, das passt erstmal. Für Nightmare können wir auch noch eine Nightmare-Kombo machen. Aber da müssen wir erst Promotion haben, sonst nützt das nichts. Können wir uns noch eine violette Kugel leisten? Ja. Sehr schön. Ja, und das bedeutet ja eigentlich, Mundus wäre der Grund dafür, dass Dante kämpft. Und ich habe ja schon gesagt, das spielt hier alles so ein bisschen auf Mundus und etc. hin. Ich habe das Gefühl, es läuft alles wieder darauf hinaus. Nun gut, Leute, ihr lasst mir einen Daumen nach oben da, ein nettes Kommentar und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Devil May Cry 5. Bis dann, euer Wolf.